99% der Menschen haben es selber nicht erfahren am Körper, was es bedeutet, in einem richtig guten Gesundheitszustand zu sein, wie man dahin kommt. Hi Leute, heute geht's um diese Unsicherheit in der Ernährung. Und ich hoffe, du bist unsicher, weil dann bist du schon mal einen Schritt weiter als die meisten Menschen. Grundsätzlich, viele sind an dem Punkt, dass sie einfach Annahmen gemacht haben und denken, sie wüssten alles über, ja, über Ernährung, über Gesundheit. Aber de facto ist dem nicht so. Nicht. So, sie haben vielleicht 1000 Theorien über irgendwas gelesen, aber letztendlich es nicht am eigenen Körper nachvollzogen, nicht die Erfahrung. Und in der Theorie ist immer alles ganz einfach, klingt ganz nett, aber die Realität schaut einfach anders aus. Und wenn man sich die Realität mal angeschaut hat, dann hauen viele der gängigen Theorien in der Ernährung einfach nicht hin. Viele schauen da blind auf Nährstoffe. Aber wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann siehst du, nährstofftechnisch kann das bei vielen überhaupt nicht hinhauen, wenn man sich mal anschaut, was die essen. Diese Theorien sind teilweise veraltet bzw. helfen im vielen nicht weiter, weil es ist natürlich ein Unterschied, wo die Kalorien herkommen. Brauche ich vermutlich dir nicht zu erklären, das hast du bestimmt schon ein bisschen durchschaut. Aber viele haben nicht mal diese Unsicherheit in der Ernährung, weil sie einfach eben angenommen haben, irgendwas stimmt. Und das ist de facto, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, bei 99% der Menschen der Fall. Hau ich jetzt einfach mal so vage raus, beziehungsweise 99% der Menschen, die in unserer Zivilisation hier leben, europäischer Raum, genau, hier diesen westlichen Lebensstil einfach haben. 99% der Menschen haben es selber nicht erfahren am Körper, was es bedeutet, in einem richtig guten Gesundheitszustand zu sein, wie man da hinkommt und warum es eigentlich 1000 verschiedene Ernährungsrichtungen gibt. Die einen sagen, sie haben sich mit ja, der Ernährung ihre Symptome losgeworden, sind Krankheiten losgeworden oder sonst was, die anderen sagen, mit einer anderen Ernährung. So, was stimmt denn nun? Welche Ernährung ist denn dann die richtige? Und für mich war es augenöffnend, als ich gemerkt habe, wie dieser ganze Reinigungsprozess im Körper abläuft, wie dieser Entgiftungsprozess stattfindet. Erstmal haben mir da besonders die Schriften von Arne Lehret geholfen. Ich verlinke es mal unten drunter, gibt es auch einige zum kostenlosen Download. Und die haben mir erstmal dieses Grundverständnis gegeben. Und wenn du schon an dem Schritt weiter bist und gemerkt hast, ey, bei diesem ganzen Ernährungswirrwarr und wenn man sich da reinliest in der Ernährungsrichtung, dann merkt man plötzlich, okay, das ergibt alles Sinn und jeder bestätigt das dann noch. Aber wenn man am Ende mal offen und ehrlich reinschaut, es sind unglaublich viele Annahmen da, die gemacht werden. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du einfach sagst oder gemerkt hast, dass es im Grunde fast keiner weiß, dann bist du schon definitiv einen Schritt weiter. Und am Ende, auch wenn dir jemand sagt, es ist so, auch wenn ich das jetzt hier zum Beispiel sage, ich habe es erfahren, so, dann kannst du mir das einfach nur glauben oder nicht. Du weißt es trotzdem nicht, wenn du ehrlich zu dir bist. Und auch bei einer Studie ist es genau das Gleiche. Wenn du eine Studie vor dir hast, auch in Studien, und das muss gar nicht böswillig passieren, passieren einfach Fehler. Oder du weißt nicht, wie du die Studie richtig zu interpretieren hast. Oder es wurden einfach Interpretationsfehler gemacht. Oder Faktoren nicht berücksichtigt, weil man da gar nicht dran gedacht hat. Auch eine Studie ist einfach nur ein Zettel vor dir. Es ist eine Geschichte, die kannst du glauben oder nicht. Und genauso das, was ich jetzt erzähle. Aber was du wirklich wissen kannst, ist dann, wenn du die Erfahrung machst. Und das ist genau das, was ich in den letzten Jahrzehnten gemacht habe. Und da habe ich wirklich meine Ernährung ja, drastisch
umgestellt, ausprobiert, vieles gemacht und dann einfach wirklich gemerkt, okay, in was für eine Richtung das gehen kann. Wie kann ich das steuern? Und es ist was anderes, wenn du es machst. Das ist wie, was soll dir jemand von einer Achterbahnfahrt erzählen? Du kannst ihm haargenau beschreiben, wie es jetzt irgendwo den Hügel runtergeht. Du kannst ihm ja, haargenau beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Ja, aber am Ende, warum fährst du Achterbahn? Um zu erfahren, wie es ist. Und genauso ist es, wenn du was in deinen Mund steckst und es bringt dir nichts, wenn dir jemand was von seinem leckeren Essen erzählt und du hast Hunger. So. Dann möchtest du das auch essen, möchtest erfahren, wie es schmeckt, wie es sich anfühlt, wie der Körper reagiert. Und erst dann, wenn du wirklich offen diese Dinge anschaust, dann wirst du feststellen, wie die Dinge ablaufen. Und wenn du da selber für dich noch nicht die Klarheit gefunden hast, und hoffentlich bist du auch an dem Punkt, wenn du dieses Video schaust, dass du überhaupt gemerkt hast, dass du da noch nicht diese hundertprozentige Klarheit hast, dass du 100% sagen kannst, okay, ich falle nicht mit 50 beim Joggen um, auch wenn ich dachte, mir ging es immer gut, sondern dass du einfach weißt, was dein Körper macht, ein ganz anderes Körpergefühl und Körperbewusstsein entwickeln kannst, dann schau dir diese Schriften einmal an. Und ansonsten, ja, melde dich gerne, wenn du da nicht weißt, wie das Ganze läuft. Beziehungsweise schau gerne mal auf meinen YouTube-Kanal oder schreib mir eine Nachricht, wenn du da explizit für dich eine Frage hast. Dann schauen wir, ob wir dir da weiterhelfen können. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir dann noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Mach's gut. Ciao.